Willkommen zurück zu SimCity Builded. Ihr seht, ich spiele es immer noch. Laut der aktuellen Umfrage ist dieses Spiel auf dem ersten Platz. Das heißt, die meisten von euch wollen das weiterhin sehen. Und ich würde sagen, machen wir auch weiter. In China hat ein neues Jahr begonnen. Deshalb dieser extra Battle Pass. Ich weiß nicht, ob ich den schaffen werde. Aber ich versuch's mal. Dann, ja, haben wir hier ein Tier an der Küste. Das ist Dr. Wus Haustier. Steve. Eine Krake oder sowas. Irgendwie ein suboptimales Wiedersehen. Schnappen Sie sich diese Präzisionswerkzeuge und überzeugen Sie Steve wieder loszulassen. Ich nehme mal das in der Mitte. Fünf Hand irgendwas. Okay. Ach so, alle öffnen. Siebenmal Laserstrahlen. Und sieben Tornados. Pinke Tornados mit Lichtblitzen oder so. Wunderbar, dann wollen wir mal eine davon freischalten und schauen, ob wir mich aus diesem Schlamassel befreien können. Wir helfen ihm also gerade. Okay. Freischalten. Desaster freigeschaltet. Komikant. Gewöhnliches Desaster. Fast geschafft. Sie brauchen nur noch etwas Energie und Kriegsgüter, um diese Katastrophe auszulösen. Okay. Ihre Chance zum Helden zu werden, Bürgermeister. Ziehen Sie die freigeschaltete Katastrophe auf Steve und erteilen Sie ihm eine Lektion. Können wir kurz warten? Ich würde gern vorher noch etwas anderes machen. Nein? Darf ich nicht? Okay. Komikant. Slate. Okay. Eine Wolke. Über Steve. Oha. Also es sieht nicht wirklich wie eine Komikant aus. Die hat ihn einfach komplett geschlagen. Dr. Wu. Das Monster mit den vielen Armen bedroht unsere Stadt immer noch. Steve brauchte schon immer besonders viel Aufmerksamkeit, Bürgermeister. Die Wu-Energie regeneriert sich langsam, doch sie brauchen noch Kriegsgüter, um weitere Katastrophen zu verursachen. Kriegslieferungslager jetzt geöffnet. Bewährte SimCity Builded. Na, danke. Ah, jetzt haben wir das endlich. Durch das Abschließen von Lieferungen erhalten Sie Kriegsgüter. Für den Start jeder Katastrophe ist eine andere Zusammenstellung von Gütern erforderlich. Halten Sie also Ausschau nach dem, was Sie brauchen. Okay. Ja. Sie sind startklar, Steve zu zeigen, wer der Boss ist, Bürgermeister. Kämpfen Sie weiter und ich sorge dafür, dass Sie belohnt werden. Können wir direkt... Nein, können wir leider nicht. Aber hier. Klasse M.O. Ach so. Ja, Desaster auslösen, freischalten. Kostet goldene Schlüssel. Okay, lassen wir es erstmal. Ja, das war nicht geplant. Und das Speer hängt. Ich weiß nicht, ob man das im Video sieht. Ich hoffe mal nicht. Aber es hängt schon ein bisschen. Ich habe hier das nämlich schon gesehen mit
Hier spielen Sie Katastrophen gegen das Monster. Hätte ich gerne eins schon mal gemacht, aber dürfen wir scheinbar nicht. So, dann gucken wir mal, was wir sonst noch so machen können. Stadtbereich erweitern, müsste ich mal gucken. Katastrophen kann ich nicht. Frostfjordgebiete, weiß ich nicht. Lieferung nach London. Wohngebäude. So, gucken wir mal hier. Oh, passt direkt. So, fertig. Und jetzt sind wir schon um einiges aufgestiegen in dem besten Wissen. Ja, ich krieg direkt den großen Preis. Alle anderen haben nichts. Ja, okay, es gibt noch vier oder fünf vor mir, aber egal. So, Stadtbereich. Stadtbereich, Frostfjord, Lieferung nach London. Okay, das können wir auch machen. Stadtbereich, nee. Und Frostfjordgebiete muss ich mal nachgucken. Ich mache sowas immer. Dadurch kriege ich halt die Flossensimoleons. Und ich glaube, ich habe das ein bisschen umgebaut. Ja, so dass es passt. Jetzt sind die alle auch warm durch dieses Geometrieheizwerk. Ich hätte gern das hier genommen. Hätte auch gut hingepasst. Das hat einfach einen größeren Radius. Das dagegen ist dann wieder Verschwendung, weil noch nur die Hälfte der Fläche bedeckt wird. Und es so viel kostet. Aber das hier hätte ja einigermaßen noch gepasst. Okay, Leiter und Fisch. Ah, das mache ich auf jeden Fall. Weil ich hier 4 von 2 Fisch eingelegten Fischen habe. Und ich habe da so eine Art Regelung. Hier in meinem Lager, ihr seht, alles sind zweifach da. Und ich glaube, wir können bald unser Lager verbessern. Fast. Es fehlt eine Sache. Und von diesen Fischkonserven habe ich halt 4, deshalb können wir das machen. So. Fertig. Schon sind wir Vierter. Verdienen Sie sich Simoleons? Ah, darauf habe ich schon gewartet. Nämlich habe ich die Steuer noch gar nicht eingesammelt und ihr habt es wahrscheinlich auch schon gesehen. In meinem Depot ist auch noch was drin. Ja. So, Simoleons. Und jetzt noch die Steuern. Schade, es reicht noch nicht. Fast 16.000, aber es reicht nicht. Eine Uhr. Das wollte ich für die Lieferung nach London noch abwarten. Das können wir aber machen. So. Brauchen wir einfach gerade das Geld für die Herausforderung. Nein. Das verkaufe ich nicht.
Ja, das war das. Das mache ich weg. Backsteine können wir dann schnell herstellen. Backsteine, Backsteine. Und dazu brauchen wir Mineralien. Okay. Die habe ich auch gerade alle komplett verbraten. Muss ich nach der Folge machen. Ja gut, dann. Ah, wir haben hier noch eine Kiste. Vielleicht ist da noch Geld drin. Ja, 1000. Wir haben eine Menge Sachen bekommen, die wir gleich verkaufen können. 3 verkaufen. 1, 2, 3 verkaufen. Hoffentlich werden die relativ schnell verkauft. Das würde mich freuen. Mir fehlen halt nur noch 500 oder so. Naja, 420 etwa. Das heißt, wenn ich irgendwie 420 Simoleons bekomme, bin ich fertig. Bin ich durch. Hier könnte ich mir die natürlich holen. Ja, ich warte noch kurz. Vielleicht findet sich hier jemand, der das kaufen will. Oh. Ich wollte das gerade freistellen zum Verkauf. Und dann wurde schon verkauft. So schnell geht das, Leute. Und wir haben hier gerade einen Gratis-Pass, was freischaltet. 3000 Simoleons. Wir haben wieder eine Menge Geld. 206.000 etwa. Ja. Was könnten wir jetzt noch machen? Frachtschifflieferung machen. Schränke, Tische, Sahne. Oh, Schränke sind aber kompliziert. Wegen der Farbe. Ich mag die Farbe irgendwie nicht. Sie braucht so viele Inhaltsstoffe, wenn ihr versteht, was ich meine. Naja, Tische sind auch nicht gerade schlecht. Naja. Und Sahne braucht ein Tierfutter oder so. Also, das ist ganz leicht. Herstellen und einsammeln. 0 von 14 Sahne. Genau. Das mache ich natürlich auch. Ich glaube eh nicht, dass wir noch Zweiter werden. Das schaffen wir nicht innerhalb von einem Tag. Nee, Leute. Mir reicht der große Preis. Das ist fürs Erste genug. Sonst stürze ich meine Stadt vom Gleichgewicht ins Chaos. Also da brauche ich das noch. Das habe ich. Da habe ich schon eins hergestellt. Ja. Das. Okay, soweit ist sonst noch alles in Ordnung. 2, 2, 2, 2. 2, 2, 2, 2. Okay, ist alles noch in Ordnung. Bis auf die Backsteine. Die muss ich dann später noch machen. Dann schauen wir noch mal kurz rüber zum Frostfjord. Und dann ist die Folge auch gleich vorbei. Oh. Neue Attraktion verfügbar. Okay. Tagtaschenmark 18.000. Ah, das muss so quer stehen, oder? Ja, scheinbar. Warum nicht?
ist aber 2x3 groß. Das stört mich schon ein bisschen. Egal. Wir kleistern uns voll mit chinesischen Gebäuden. Komm, noch ein. Warte mal, wie viel bringt der? 10x10 und 20%, das ist gar nicht mehr so schlecht. Davon baue ich 4. Die werde ich natürlich später auch noch verschieben. Oder jetzt. Ich packe die mal ein. War ein bisschen unnötig, was ich jetzt gerade mache. Den Teigtaschenmarkt lasse ich erstmal hier. Weil der so unförmig ist, der passt nicht in die Hauptstadt. So, dann Parks. Jetzt müssen wir ganz nach hinten. Ganz, ganz nach hinten. Da. So, da würde es gut passen. Da so ungefähr. Also müssen wir das Gebäude hier mal irgendwo hinpacken, wo es nicht stört. Problem ist, es stört eigentlich überall. Hier habe ich überall die Sachen, die man aufbauen kann. Hier sind die London Town und die Pariser Gebäude. Also habe ich eigentlich nirgendwo Platz dafür. Ich werde jetzt trotzdem mal kurz hier hin. So, dann. Wo sind die? Da seid ihr. So, dann geht das bis hier. Hier würde ich es dann hinstellen. Ich dich kurz mal dahin und dich kurz dahin. Dann haben wir überall so ein chinesisches Theater. So, dann. Dann als nächstes hier. Stellen wir dich auch mal kurz zur Seite. Parks und das chinesische Theater. Stellen wir dich da rein. Und dich dann mal hier hin, auch wenn das dann nicht so viel bringt. Dich können wir mal hier erstmal stellen. Brauchen wir irgendwie noch Platz für ein paar Gebäude. Wirklich viel Platz ist hier nicht. Ja. Dann schnappen wir uns diese beiden Gebäude noch und setzen die hier hin. So, und dann holen wir uns noch die Merchandise-Shops hier. So. Okay, Leute, das war's dann mit der Folge. Es sind schon fast 20 Minuten. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Tschüss.